Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer auf Facebook, herzlich willkommen hier bei uns. Herzlich willkommen bei der CeMAT 2018 am Stand von Jungheinrich. Mein Name ist Felix Uhlig und ich habe jetzt die Ehre und die Freude, eines meiner absoluten Lieblingsprodukte zu präsentieren. Wir stehen hier auf dem Freigelände 33, 34, das ist live, das passiert. Freigelände 34 hier auf der CeMAT und bei mir steht ein Mann, der sich am besten mit meinem Lieblingsprodukt auskennt. Uli Hansen. Hallo Uli, Mau Hansen, Verzeihung. Alles gut. Hallo Felix, grüße dich. Freue mich. Ich muss jetzt erstmal sagen, Uli, es waren zwei turbulente erste Tage auf der CeMAT und der Montag hat als Knaller wirklich sehr gut für euch angefangen. Ich muss dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, recht herzlichen Dank. iFoy-Gewinner 2018 in der Kategorie Warehouse Truck of the Year. Was genau wurde prämiert und welches Gerät hat gewonnen bei euch? Ja, in der Kategorie Warehouse Trucks hat der ECE Kommissionierer 225 mit Easy Pilot Follow gewonnen. Easy Pilot Follow, da kommen wir gleich später drauf zurück. Ja. Wir kommen einmal ein bisschen zu dir. Du bist schon etwas länger bei Jungheinrich dabei, oder? Wie war das noch? 28 Jahre, glaube ich. In der Größenordnung. Hast du schon vergessen? Ja. Seit 28 Jahren bist du dabei. Das bedeutet, du hast auch wirklich von Anfang an miterlebt, wie es ganz am Anfang mit den Kommissionierern aussah. Wie war das und wie würdest du das beschreiben im Vergleich zu heute, 28 Jahren später? Richtig. Früher war alles besser, sagt man ja manchmal. Aber in dem Fall muss man sagen, früher war alles langsamer. Es hat deutlich länger gedauert. Ich musste immer auf das Fahrzeug steigen, immer absteigen, aufsteigen. Das wollten wir unbedingt verbessern, um wirklich Zeit zu sparen und auch Laufweg zu sparen. Und das haben wir jetzt verbessert. Wir würden jetzt nämlich einmal zeigen, wie es früher aussah. Das heißt, Uli, geh gerne einmal rüber für unsere Zuschauer. Wir zeigen jetzt, wie das Kommissionieren früher funktioniert hat. Das heißt, man steigt auf den Kommissionierer auf, man fährt vor, steigt ab, greift sich die Ware, steigt wieder auf, fährt weiter. Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Und Uli zeigt uns das jetzt mal. So ist es, genau. Also, wenn ich starten möchte, muss ich ja dafür sorgen, dass ich mein Fahrzeug richtig positioniere. Steig einmal ab, habe jetzt ja das schwere Mikro in der Hand, habe nur eine Hand frei. Jetzt muss ich wieder nach vorne laufen, einmal weiter zur nächsten. Ich überspringe mal ruhig eine Position, man kann es, glaube ich, erkennen. Ich muss immer ganz nach hinten. Gut, wenn ich an der Rückenlehne bin, geht es ein bisschen schneller, aber hinten ist es eben einfach der lange Laufweg. Also es ist wirklich, wirklich sehr langwierig, Uli. Ja. Und jetzt haben wir bei diesem Gerät eine ganz tolle Funktion, das ist Easy Pilot Control. Was genau bedeutet das und was macht es einfacher? Jawohl, Easy Pilot Control heißt, ich habe das Fahrzeug unter meiner Kontrolle. In diesem Fall haben wir eine Version und der Vorteil ist, wir haben verschiedene Varianten der Bedienung. Eine davon ist ein Armband. Und dieses Armband habe ich wie eine Uhr mit einer Knopfbedienung. Ich drücke auf den Knopf, das Fahrzeug fährt, ich lasse den Knopf los, das Fahrzeug stoppt. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt, setz gerne einmal zurück und zeig uns, wie Easy Pilot Control funktioniert. Gerne. So, ich stehe egal wo. Ich kann das Fahrzeug zu jedem Zeitpunkt mit einem Doppelklick quasi in Gang setzen und beim Loslassen hält er auch wieder an. Doppelklick deshalb, weil ich ja, ist wieder eine Frage der Sicherheit, weil wenn ich versehentlich einmal gegenkomme, möchte ich nicht, dass er gleich losfährt. Deshalb Doppelklick, das ist überhaupt kein Problem. Und sobald ich loslasse, kann ich es ganz exakt steuern, egal wo ich stehe in diesem Fall. Ich kann es immer parallel mitlaufen lassen, vorherfahren lassen und es folgt mir auf dem Fuße, aber eben unter meiner Kontrolle. Das klingt auf jeden Fall sehr gut, Uli. Und man hat auch schon gesehen, es funktioniert auf jeden Fall schneller, als wenn du wirklich immer aufsteigen müsstest. Aber meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu unserem iFoy-Gewinner. Und wenn Sie wirklich das einmal sehen wollen, kommen Sie jetzt bitte auf die andere Seite unseres Regals. Da zeigen wir Ihnen jetzt, wie Easy Pilot Follow funktioniert. So, ich habe mir mein ECE hier schon bereitgestellt. Uli, ich fahre mal nach hinten, ne? Gerne, gerne. Oh, gute Fahrt. Ich lege mal meinen Armband ab. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Kannst du das auch einmal nehmen? Danke. So, beim Easy Pilot Follow ist es so, dass ich eine Fernbedienung habe. Diese Fernbedienung würde ich, wenn ich quasi morgens zur Schicht komme, man sieht jetzt schon, er fährt schon automatisch los, wenn ich morgens zur Schicht komme, würde ich mir den nehmen, würde das einmal mit dem Gerät quasi koppeln und ab da wird dann quasi auch auf diese Fernbedienung reagiert. Jetzt muss ich noch einmal zurücksetzen, weil er nämlich schon automatisch ein bisschen nach vorne gefahren ist. Oh. Genau, und würde jetzt mit dieser Fernbedienung eine Pick-Position mir festlegen, wo ich quasi sagen kann, dass mein
ECE immer genau dort anhält, wo ich stehen bleibe. Das mache ich, indem ich auf die Fernbedienung drücke und mit der Taste einmal drauf bleibe. Dann gehen hier vorne die Lichter an. Und genau. Jetzt fährt er auch schon automatisch los. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Fernbedienung hier an die Hose stecke, kann ich einfach losgehen und anfangen, hier meine Kisten zu packen. Und der ECE, das ECE-Gerät, bleibt immer genau dort stehen, wo ich quasi das möchte. Das ist Wahnsinn, oder? Man darf auch klatschen, meine Herren, meine Damen. Gerne. iFoy-Gewinner 2018 in der Kategorie Warehouse Truck of the Year. Und ich finde das wirklich sensationell. Und Uli, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Ne? Können wir schon drüber sprechen? Das können wir gerne. Und zwar würden wir jetzt gerne so ein kleines Wettrennen mal machen. Ja? Also Standard, manuelles Kommissionieren, selber fahren und so. Und ich fahre natürlich den, beziehungsweise Lasse fahren. Ach, und ich darf laufen? Na, du bist mir einer doch. Ja, klar. Okay, aber ich verspreche dir, ich gebe mir Mühe und gebe richtig Gas, also streng dich an. Ja, und Sie dürfen natürlich gerne anfeuern. Also jetzt, wer da drüben beim Manuellen zuschauen möchte mit Uli, der, ich weiß, dass Sie alle hier bleiben, Uli, geht einfach der folgt rüber. Mir. Wir bringen einmal unsere Kommissionäre in Position. So, und wir haben vorher auch schon gesagt, wir werden jedes Regal einmal anfahren. Das haben Sie jetzt auch gesehen, ich bin davor getreten und er hat automatisch angehalten, weil wir natürlich vorne die Sensoren haben, die immer ständig vorne vor dem Gerät überwachen, dass da nicht der Lagerhund oder so einmal durch den Weg läuft. Und deswegen hat er jetzt gerade angehalten, sehr gut. Wenn ich das tatsächlich kurz erwähnen darf, also ja, Sicherheit, gerne, natürlich. Weil die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Wir müssen, sind verpflichtet, auch eine Fahrwegüberwachung vorzunehmen. Das machen wir mit dem Safety-Scanner, schauen circa 2 Meter nach vorne und wenn, wie du schon richtig sagtest, wenn irgendein Obstacle, also irgendein Gegenstand, eine Person durchläuft, dann stoppt das Fahrzeug in jedem Fall immer sicher. Wunderbar, und jetzt? Let's get ready to rumble, würde ich sagen, oder? Machen wir. So. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Kriegen wir einen kleinen Countdown von Ihnen? Oh, du stehst ja schon weiter vorne, was ist denn hier los? Ja, nee, Entschuldigung. Ich wollte keinen Vorteil erhaschen. Na, ist okay. Dann fahre ich auch noch ein bisschen aber vor. Aber du, ich sehe schon. Ich möchte das auf das gleiches Recht für alle, oder? Ja, ich bekomme hier Zustimmung. So, dann einmal, dass das auch klar geht. Aha. Genau. So, jetzt. Ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ich bin bereit. Und von Ihnen bekommen wir einen Countdown. 5. Und bitteschön. So, jetzt habe ich natürlich hier eine große Kiste. Das ist gar kein Problem. Ach, und Uli muss immer aufsteigen. Oh Mann, du. Ach, das ist doch einfach hier schön. Na komm. Bin schon so viel gelaufen auf der Messe. Ja, und womit? Mit Recht. Okay. So. Uli, machst du noch mit oder was ist da los da drüben? Hallo, ich kann gar nicht richtig reden. Okay. Oh, jetzt müsste eigentlich der Kaffee hier vorne auf mich warten. Uli, wie sieht's aus? Moment. Ja, ich dachte es mir schon. Bist meine Damen und Herren, fertig? Easy Pilot Follow, was sagen Sie? Hey! Es ging natürlich alles mit rechten Dingen zu, wollte ich nur noch mal sagen, aber man merkt wirklich, der Vorteil selbst auf so eine kurze Strecke ist wirklich zu sehen. Es sind jetzt ungefähr 6 bis 7 Sekunden gewesen. Wie verhält sich das so auf tatsächlichen Lagerbetrieb? Was für einen Vorteil hat man dadurch? Genau, also wir haben es mal kalkuliert und wir haben es auch von Kunden schon vermessen. 30% Effizienzsteigerung, Pick-Leistungssteigerung, das ist ja der Kenngröße, können wir erreichen. Und Kunden haben uns bereits 25% bestätigt in der Realität, weil es hängt ja auch tatsächlich von den Pick-Abständen ab und von dem optimalen Pick-Prozess. Und im optimalen Fall 30%, 25% haben wir bestätigt. Und ich glaube, das ist ein super Wert. Damit auf kann man jeden arbeiten. Fall. Wunderbar. Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese tolle Präsentation. Und vor allem auch vielen, vielen Dank, dass ich den iFoy-Gewinner fahren durfte. iFoy-Gewinner 2018. Immer gerne. Wir haben übrigens nicht nur einen iFoy-Gewinner als Jungheiner. Ich muss das immer dazu sagen, denn am Montag wurde ja der iFoy verliehen in verschiedenen Kategorien und wir haben noch eine, und zwar in der Kategorie Special of the Year, haben wir mit unserem Ladegerät gefunden. Wir haben nämlich in unserem eigenen, jetzt fährt er mit meinem Auto weg, in unserem
Pavillon, und zwar in der Lithium-Ionen-Erlebniswelt, haben wir auch noch unsere Ladegeräte ausgestellt und die haben in der Kategorie Special of the Year gewonnen. Also, wenn ihr nochmal vorbeischaut auf der CeMAT, schaut gerne auch da drüben einmal vorbei. Und morgen, ganz kurz, morgen haben wir nämlich genau ein Video auch zum Thema Lithium-Ionen-Erlebniswelt hier auf der CeMAT bei Jungheinrich. Uli, bitteschön. Einen kleinen Trick habe ich noch auf Lager. Einen kleinen Lifehack für Kunden, die möglicherweise später damit mal arbeiten. Ach, ja, klein. Dann müsst du mir einmal meine Fernbedienung genau geben. Wenn ich jetzt bereits an meinem Pickplatz stehe und das Fahrzeug steht halt noch da vorne und ich habe vergessen, ich bin zu faul hinzulaufen, das zu holen, dann lasse ich es mir einfach rankommen. Ich drücke einfach die Positionierung und in dem Moment setze ich das Fahrzeug auch schon in Bewegung und kommt angefahren. Ist das cool? Es ist mega cool. Wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt hier von Jungheinrich. Aber es gibt natürlich nicht nur unseren ECE mit Easy Pilot Follow, sondern verschiedene andere tolle Produkte hier auf unserem Stand auf der CeMAT. Schauen Sie sich gerne um. Wir freuen uns über Ihren Besuch und an alle unsere Gäste und Fans, die auf Facebook zugeschaut haben. Wir freuen uns über Kommentare, wenn ihr Fragen zu unseren Produkten habt oder irgendwelche Kommentare. Wir freuen uns immer und versuchen dann im Laufe der Woche auch diese zu beantworten. Wir sagen erstmal Tschüss für heute und wir sehen uns morgen wieder, nämlich aus der Lithium-Ionen-Erlebniswelt. Dankeschön und tschüss. Ich sage auch vielen Dank, Felix. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke.